Kurze Info, bevor dieses Video anfängt, wollte ich euch nochmal sagen, dass ich diesen Glitch auf dem PC aufgenommen habe. Dieser ganze Glitch funktioniert aber leider nur auf der PS4, das heißt, es funktioniert nicht auf dem PC oder auf der Xbox One. Auf dem PC hat es leider nur bis zu einer bestimmten Stelle funktioniert, aber bis zu dieser Stelle kann ich auf jeden Fall alles erklären und danach folgt nur noch ein Voice Tutorial. Macht euch aber keine Sorgen, bei dem Voice Tutorial sind es nicht mehr viele Schritte, das heißt, man kann es ganz einfach verstehen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Zählt zu Max Kriegs am Start und heute zeige ich euch einen richtig krassen Money Glitch. Ihr könnt einfach Autos aus dem Editor in den Online-Modus bringen. Der Founder ist auf jeden Fall Trax42. Ich guck mal, ob er einen Kanal hat und ansonsten verlinke ich den Kanal unten in die Videobeschreibung. Danke auf jeden Fall nochmal an Crimeboy, dass du mir bei dem Glitch geholfen hast. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mit dem ganzen Money Glitch an. Ihr müsst einfach in den Editor reingehen und dann geht ihr auf Landrennen. Seid ihr jetzt im Landrennen angekommen, müsst ihr einfach eine beliebige Stelle auf der Karte auswählen. Am besten dort, wo richtig viel Platz ist. Seid ihr dort jetzt angekommen, müsst ihr ganz normal zu den Renndetails geben und erstmal diesem Rennen einen Titel, eine Beschreibung und ein Foto hinzufügen. Habt ihr das Ganze dann gemacht, stellt ihr die maximale Spieleranzahl auf 2, der Renntyp muss GTA sein und der Routentyp muss Punkt zu Punkt sein. Dann geht ihr zu den verfügbaren Fahrzeugen und macht überall das Kreuzchen weg, außer bei den Sportwagen. Bei den Sportwagen müsst ihr euch jetzt den Sultan auswählen, das heißt, ihr macht hier wieder alle Kreuzchen weg, bis auf den Sultan. Habt ihr das Ganze dann gemacht, geht ihr einmal zurück, dann geht ihr zu der Platzierung und jetzt müsst ihr einen Auslöser platzieren. Hier würde ich euch wie gesagt eine freie Stelle empfehlen. Habt ihr jetzt den Auslöser platziert, müsst ihr jetzt ein Foto machen. Hier würde ich so weit wie möglich nach oben gehen, um dieses Foto zu machen. Habt ihr das Ganze dann gemacht, müsst ihr zu den Zusatzelementen gehen und bei der Kategorie bei den Zusatzelementen müsst ihr zu Bojen und Plattformen gehen. Dort angekommen wählt ihr bei dem Typen die schwebende Plattform aus. Habt ihr das Ganze dann gemacht, geht ihr einfach mit der Plattform über den Auslöser. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, müsst ihr sicherstellen, dass das Stapeln von Zusatzelementen an sein muss und wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr wie gesagt über dem Auslöser nach oben gehen. Das heißt, ihr seid jetzt über dem Auslöser und dann hält ihr einfach L3 gedrückt, bis ihr ganz oben in der Luft seid. Seid ihr jetzt in der Luft angekommen, müsst ihr diese Plattform in der Luft platzieren, dann geht ihr zurück zu den Kontrollpunkten und setzt einen Kontrollpunkt ganz an den Rand der Plattform, so wie ich das hier im Video mache. Habt ihr den Kontrollpunkt jetzt gesetzt, geht ihr wieder zurück zu den Zusatzelementen, dann wählt ihr euch ein beliebiges Teil aus und dann müsst ihr die eben gesetzte Plattform mit Viereck wieder entfernen. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, müsst ihr jetzt der erste Kontrollpunkt ganz oben in der Luft sein und jetzt müsst ihr wieder ganz nach unten bis auf den Boden gehen. Seid ihr jetzt wieder unten angekommen, geht ihr zu den Kontrollpunkten und dann setzt ihr einen Kontrollpunkt direkt neben den Auslöser. Habt ihr das Ganze dann gemacht, öffnet ihr euer Pause-Menü, geht dann zu den Einstellungen, dann zum Gamepad und dann müsst ihr euren Zielmodus auf freies Zielen ändern. Habt ihr das Ganze dann gemacht, drückt ihr auf Testen und sobald ihr jetzt vom Himmel runterfallen solltet, müsst ihr jetzt zu den Freunden gehen und dann tretet ihr einem beliebigen Freund aus einer öffentlichen Sitzung bei. Jetzt sollten zwei Meldungen kommen, die erste müsst ihr dann ganz normal bestätigen und bei der zweiten würde ich ca. 15 bis 30 Sekunden warten und diese dann nicht bestätigen. Hierbei könnt ihr natürlich auch auf euren Ingame-Sound hören, das heißt, wenn das Auto auf dem Boden angekommen ist, müsst ihr diese Meldung abbrechen. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall wieder im freien Modus landen und ihr solltet eigentlich nur noch unten links diese Minimap sehen. Ganz wichtig hierbei ist, ihr dürft auf keinen Fall das Editor-Menü sehen, denn sonst hat das Ganze nicht funktioniert und wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, öffnet ihr euer Pause-Menü und tretet wieder einem Freund bei. Dieses Mal bestätigt ihr beide Meldungen. Ab hier kann ich euch leider nur ein Voice-Tutorial geben, da es auf dem PC nicht so gut funktioniert. Macht euch aber keine Sorgen, es sind nur noch ein paar Schritte und die sind nicht so schwer. Seid ihr jetzt auf jeden Fall im Ladescreen angekommen, öffnet ihr Netflix, Hulu, Amazon oder YouTube auf der PS-Taste. Das heißt, ihr drückt auf die PS-Taste, um in euer PlayStation-Menü reinzukommen und dann geht ihr einfach auf Amazon, YouTube, Hulu, Spotify oder ähnliches und öffnet das dann. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, verlasst ihr diese Anwendung und geht wieder in GTA rein. Seid ihr jetzt in GTA angekommen, müsst ihr jetzt eine Meldung erscheinen, dass ihr nach einer neuen Sitzung suchen möchtet und diese bestätigt ihr dann einfach. Seid ihr jetzt in der neuen Lobby angekommen, müsst ihr jetzt ganz normal zu der Location gehen, wo ihr vorher eurem Freund beigetreten seid. Dort müsst ihr jetzt euer Fahrzeug stehen, was ihr eben im Editor ausgewählt habt. Ganz wichtig ist hierbei auf jeden Fall, ihr dürft nicht in der neuen Lobby sterben, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Habt ihr das Fahrzeug jetzt wieder gefunden, steigt ihr ein und ihr müsstet bemerken, dass ihr nicht mehr fahren könnt.
Und wenn das der Fall ist, besorgt ihr euch einen Cargo Bob. Habt ihr einen Cargo Bob gefunden, müsst ihr jetzt dieses Fahrzeug an euren Cargo Bob dranhängen, dann fliegt ihr ein Stückchen in die Luft und dann setzt ihr das Fahrzeug wieder ab, damit es auf dem Boden landet. Habt ihr das Fahrzeug jetzt abgesetzt, könnt ihr aus dem Cargo Bob aussteigen und ihr müsstet bemerken, dass ihr jetzt mit dem Fahrzeug ganz normal fahren könnt. Könnt ihr jetzt mit dem Fahrzeug fahren, begibt ihr euch zu einem Los Santos Customs und dort tunt ihr euch einfach einen Peilsender drauf. Ihr dürft nichts anderes dran tunen, nur den Peilsender. Habt ihr den Peilsender jetzt drauf getunt, könnt ihr Los Santos Customs verlassen. Seid ihr jetzt wieder aus dem Los Santos Customs draußen, könnt ihr mal unten links auf die Minimap gucken und euch sollte auf jeden Fall auffallen, dass dort ein Auto auf der Minimap zu sehen ist. Jetzt ist der Glitch so gut wie fertig. Ihr könnt jetzt einfach in dieses Auto einsteigen, was auf der Karte markiert ist, und jetzt könnt ihr das Auto ganz normal tunen, wenn ihr möchtet, oder ihr verkauft es direkt. Und das war's dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Money Glitch. Dieser Money Glitch funktioniert leider nur auf der PS4, auf dem PC und auf der Xbox One wird der nicht funktionieren. Ich hoffe, ihr fandet es nicht schlimm, dass ich am Ende nur ein kleines Voice-Tutorial geben konnte, da ich ja selbst auf dem PC spiele und es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr funktioniert. Und das war's dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Money Glitch. Wenn euch dieser Money Glitch gefallen hat, würden wir uns über ein Like bzw. ein Abo freuen. Außerdem haben wir euch die Social Media Links unten in die Beschreibung gepackt und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.